interessant, diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Und ist das eigentlich nochmal eine ganz neue Sache? Endlich! Kai, alles okay? Ja, Mann, der Kinect-Patch für Skyrim ist da. Jetzt geht's den Drachen an den Kragen. Hä? Verdammt, was ist denn los? Ist die Kamera kaputt oder was? Naja, ich will dir ja nicht den Spaß verderben, aber der Patch ist eigentlich nur für Sprachbefehle gedacht. Sprachbefehle? Hier ist die Liste mit den Kommandos. Liste? Ich habe mir die ewig lange Liste mit den Sprachbefehlen für Skyrim mal durchgelesen. Das sind 200 Stück, die Skyrim versteht in Verbindung mit Kinect. Allerdings derzeit nur auf Englisch. An einem deutschen Patch wird noch gearbeitet. Das ist aber völlig egal. Schauen wir uns einfach mal an, wie das in Aktion funktioniert. Dazu muss ich erstmal ins Optionsmenü und da unter Settings, Gameplay, die neue Option ganz unten Use Kinect Commands aktivieren. Danach einfach zurück ins Spiel und die Spracherkennung ist aktiviert. Allerdings, wenn ich jetzt irgendwas sage, zum Beispiel Equip Bow, versteht's nicht, weil ich habe den Bogen noch nicht zugeordnet. Dazu gehe ich ins Favoritenmenü und da habe ich meinen Ebony Bow. Da sage ich jetzt Assign Bow. Offensichtlich braucht man da mehr Versuche. Assign Bow. Jetzt hat es geklappt. Der Bogen ist auf einem Shortcut. Wenn ich jetzt im laufenden Spiel einfach mal sage Equip Bow. Zack, da ist der Bogen. Tolle Sache. Es geht natürlich noch mehr. Ich kann zum Beispiel auch Heiltränke ausrüsten. Das ist allerdings ein bisschen doof, gerade in Kämpfen, wenn es ein bisschen hektischer zugeht. Hier habe ich meine Liste mit den Sachen, die ich zuordnen kann. Es gibt da Schlüsselwörter. Also ich kann nicht sagen Potion of Minor Healing, sondern ich muss sagen Assign Health Potion. Hat's geklappt. Es gibt zum Beispiel noch so Sachen wie Dagger, Shield oder Soul Trap, Ward Spell. Was nicht klappt, ist, wenn ich den Namen der Waffe sage und die ausrüsten will. Also zum Beispiel das Ebony Greatsword. Das versteht Kinect nicht. Hier bin ich jetzt mitten in der Pampa. Und wie das so ist, in Skyrim gibt es ja die praktische Fast-Travel-Funktion. Wenn ich jetzt zu faul bin, zum Beispiel auf B zu drücken und die Karte auszuwählen, sage ich einfach Quick Map. Tada, da ist die Karte. Jetzt kann ich mir zum Beispiel eine Stadt aussuchen, wenn ich sage Whiterun, zentriert die Karte direkt auf Whiterun. Dann drücke ich auf A und kann dahin reisen. Fantastisch, oder? In Whiterun bin ich jetzt mit einer Begleitung unterwegs und ich kann der Dame Befehle geben über Kinect, wie zum Beispiel Ally, wait. Da bleibt sie jetzt stehen. Gehe natürlich noch ein Ziel angreifen, ein bestimmtes, oder mich unterstützen, solche Sachen oder Items tauschen. Ally, follow. Ich kann sie allerdings nicht über Kinect dazu bringen, mir zu folgen. Das muss ich ganz primitiv über den Controller machen. Still here. Genauso wie wenn ich sie loswerden will. I'll head back home if you need me. Ganz wichtig in Skyrim sind natürlich die Drachenschreie und auch die kann ich mit Kinect ausführen. Ich kann jetzt allerdings nicht einfach sagen, Fußrodar! Versteht's nicht. Da muss ich schon sagen, Unrelenting Force! Fußrodar! Das geht natürlich auch in Drachensprache, aber dazu muss ich den rechten Bumper des Controllers gedrückt halten. Das sieht dann so aus. Fußrodar! Dynamisch ist es jetzt nicht unbedingt, weil wenn ich brülle, Fußrodar! Versteht's mich nicht.
ich muss das relativ ruhig sagen und das nimmt schon so ein bisschen die Atmosphäre raus. Also, weiß nicht. Hätten wir dran arbeiten können. Wenn man so unterwegs ist, kann man natürlich auch per Sprachbefehl ins Item-Menü gehen. Das geht so. Quick Items. Hier kann ich jetzt mit dem Sprachbefehl zum Beispiel Potions auswählen und dann bin ich mal bei meinen Tränken. Sort by Weight sortiert die Tränke nach Gewicht. Es ist ja immer relativ wichtig, wie viel Gewicht man bei sich trägt. Oder wenn ich jetzt Weapons sage, dann komme ich ins Waffenmenü, Sort by Name und zack, sind sie nach Namen angeordnet. Ganz nett. Auch wenn ich bei einem Händler bin, kann ich mit Kinect arbeiten und das funktioniert so. Zuerst muss ich über den Controller den Smalltalk beginnen, die Verkaufen-Option auswählen und dann geht's los. Wenn ich jetzt sage, there books, sehe ich, was er für Bücher im Angebot hat. Wenn ich sage, there potions, sehe ich irgendwann, was er für Tränke im Angebot hat. Wenn ich jetzt sage, my weapons, bekomme ich meine Waffen aufgelistet und kann hier zum Beispiel Pfeile oder was weiß ich verkaufen. Alles so ein kleines bisschen umständlich. Insgesamt ist der Kinect-Patch für Skyrim so eine zweischneidige Sache. Ein paar Sachen funktionieren wirklich gut, also zum Beispiel Equip oder die Kartenfunktion, das ist alles super. Allerdings, wenn ich in einem Kampf bin und über Kinect einen Heiltrank auswählen will zum Beispiel, das funktioniert meistens nicht so gut. Genauso die Sache mit den Händlern oder das Item-Menü. Das ist alles so total umständlich zu steuern über Kinect. Da kann ich auch gleich einfach den Controller nehmen und auf B drücken und meine Items auswählen. Also das dauert nicht so lange, als wenn ich über Kinect da ständig versuchen muss, Befehle einzugeben, bis es mich verstanden hat. Wenn man sich also ein paar Sachen rauspickt, ist es echt eine coole Sache. Aber man sollte nicht versuchen, die ganze Liste auswendig zu lernen. Das bringt nichts. Follow me. Fiend!